So, gucken wir noch mal kurz. Gut, da können wir wieder eigentlich den Teleport walten lassen, denn das ist ja eigentlich jetzt nichts mehr in der Nähe hier direkt. Da müssen wir wieder eine vollkommen andere Richtung vom Hammerclan aus. Das ist eigentlich ganz schön, dass der genau zentral angelegt ist davon. Das erspart uns eine Menge Rumrennerei, weil wir von da aus dann wirklich überall hinkommen. Und ich würde sagen, wir springen einfach, oder? Geronimo! Oh! Ein Troll! Na sowas! Ich fände es übrigens sehr geil, wenn ich nach einem Sturz aus 50 Metern Höhe auch bloß ein Stück Fleisch essen müsste und dann wieder in Ordnung wäre. Komm her, mein Freund! Ich mach dich nieder! Ich habe schon deine kleinen Brüder in Myrtana tot geprügelt. Ah, was hast du davon, großer Bruder? Nix, wa? So. Das war's für dich dann wohl. Habe ich jetzt wenigstens ein warmes Fell und schubst dich noch um? Uah, ich bin so stark, ich kann einen Troll durch die Gegend schubsen. Gut, jetzt nicht mehr. Okay, wo müssen wir hin? Nach Westen, ne? Das sieht eigentlich ganz gut aus von der Richtung her. Was ist denn da oben? Sind da irgendwas da ein Ahnenkreis, ein Druidenkreis? So ein Steinkreis? Das sah gerade so aus. Oh, nee, schlaf ruhig weiter, ist okay. Ach Mensch. Ich will dir doch gar nichts tun, kleines Wollnashorn. Oh verdammt, jetzt kommt die ganze Rotte. Jetzt kommt die ganze Rotte. Verdammter Mist. Erstmal den einen bitte. Dankeschön. Und jetzt von den anderen wegarbeiten. Von den anderen weg vielleicht irgendwie so. Also ich sehe ja nichts, aber vielleicht könntest du und so. Ich glaube, das sind viele, oder? Oh ja. Verdammt. Ja, wir schlagen einfach mal auf alle gleichzeitig ein. Wir haben ja eine gute Breitenreichweite offenbar. So. Übrigens klang es gerade, als wäre da ein Ork gewesen, der irgendwas erzählt hätte. Der so ein bisschen rumgeknaselt hätte. Oder ist da einer, der uns anfeuert? Hört ihr das? So ganz leise im Hintergrund? Jetzt nicht mehr. Ich glaube, da oben sind Orks. Schauen wir mal. So, achso, wir können ja eigentlich ganz gewitzte Weise umzuschauen. Hm. Halt, was wird anvisiert? Irgendwas wird anvisiert, aber ich weiß nicht was. Ein Säbelzahntiger, naja. Oh, 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 nicht, nicht, nicht! Okay, also ich weiß nicht, wo es hier hingeht, aber ich will da eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich nach oben. Jetzt bin ich gleich... Ach. Tolle Wurst. Hier unten war ich schon mal, wie ich sehe. Ach, geht's hier zum Dingens? Zur Schmiede durch den Hintereingang? Kann das sein? Da will ich doch gar nicht hin. Na, wir können ja mal schauen, ob es das ist. Oder ob es... What the fuck? Was bist du denn? Oh yeah, ist klar. Ihr habt eine ungesunde Hautfarbe, Leute. Geht mal wieder in die Sonne. Meine Güte, was ist das denn? Ihr seht schon ganz grün um die Nase aus. Eieieiei. Okay, das ist dann doch nicht das, was ich dachte, aber ist auch tödlich. Wie eigentlich jede Ecke in Nordmann, in der man noch nicht war. Also irgendwann verliere ich mal die Geduld und stelle die KI wieder runter. Auf die einfache Weise. Damit ich wirklich nur noch totschlagen muss. Dann ist es natürlich nicht mehr herausfordernd, ich weiß. Aber dann habe ich wenigstens auch eine realistische Chance, irgendwelche Städte zu erobern. Die sehe ich so nicht unbedingt, muss ich sagen. Naja. Wollen wir da noch weiter drin rumkriechen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall speichern erstmal. Nicht, dass ich hier jetzt in irgendein Wespennest reinsteche und jetzt einen grausamen Tod erleide und dann wieder 5 Stunden vorher wieder anfangen muss. Das wäre nicht so cool. So, schauen wir doch mal.
Wenn hier nicht so viele blöde Büsche wären, man sieht ja einfach nichts. Man sieht ja erst was, wenn man im Gegner drin steht. Ach, das ist nur eine kleine Mini-Höhle. Und ich höre schon wieder irgendwelche Orks. Oben vielleicht, ja? Wir bauen erstmal in Ruhe ab. Kann nicht schaden. So, ich darf bloß nicht vergessen, dass ich dann wieder die Waffe wechseln muss. Komm schon, Sheriff Baby, Sheriff. Wir brauchen das Erz ja, glaube ich, auch für ein paar Quests. Denn in Nordmar muss man ja ab und zu mal was besorgen. Ich glaube, um Ingvar dann dazu zu kriegen, dass er uns das beibringt, oder? War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr. So, und jetzt müssen wir noch das zweite Schwert wieder ausrüsten. So. Ich versuche es mal mit dem Rechtsklick. Eigentlich ist es ja der Linksklick. Nun gut. Ach so. Den können wir was abnehmen. Stimmt, wir haben ja mal irgendwann ausnehmen gelernt. Da können wir zumindest die Krallen abnehmen. So viel Erz, das ist ja fast wie in der Kolonie. Die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten in der Kolonie, als man noch überall Erz rumliegen hatte. Und ich erinnere mich an die Stelle gerade, da sind wir durch und sind auf einen Eisgolem nach dem anderen getroffen. So, ich glaube, wir müssen aber trotzdem hier lang. Oben wäre eigentlich, ja, oben über die Brücke wäre eigentlich besser, aber vielleicht kommen wir ja auch irgendwo mal hoch. Das wäre ganz schön. Wahrscheinlich hätten wir einfach nur den normalen Ausgang aus dem Clan rausnehmen müssen. Das hätte uns wahrscheinlich schon zum Ziel geführt. Das ist ja, das ist das Orklager, das wir mit dem Typen aus dem Hammer-Clan zusammen ausgenommen haben, was wir zusammen platt gemacht haben. Kommt mir auch bekannt vor. Jetzt müsste ich tatsächlich mal irgendwie nach oben. Ich glaube, die Höhle ist oben irgendwo. Einmal durch den Busch gelaufen. Oder wir kommen hier hinten rum. Das geht natürlich auch. Probieren wir das mal. Wenn wir uns hier dann möglichst links halten, könnten wir eventuell auch dahin kommen, wo wir hinwollen. Ach, die Gobos interessieren mich nicht. Schon wieder eine Brücke. Wo sind wir denn hier? Kommt mir gar nicht so bekannt vor, die Ecke. Wir müssen ja hier aber schon mal gewesen sein. Ach, hier geht's zum Clan. Hm. Tolle Wurst. Wir haben jetzt nichts gekonnt eigentlich. Na genau, hier geht's zum Clan. Wundervoll. Oder ist das der... Ach, das ist der Wolfsclan, kann das sein? Aber von da aus komme ich auch nicht hier oben hin, ne? Oh, geht's in den Brücke lang? Nee. Ach Mann, dann müssen wir uns doch hier weiter lang krebsen und müssen aber schauen, ob wir hier nicht irgendwo mal links hochkommen. Oder durchkommen, wie auch immer. Ich weiß, wir bewegen uns gerade ganz schön weg vom eigentlichen Ziel. Aber was willst du machen? Ich kann ja auch nichts für, wenn hier alles so verwinkelt und hässlich ist. Und wir fangen jetzt nicht an, Bären zu sammeln. Nein. No, sir. Ach, jetzt bin ich schon wieder hier. Ich werd verrückt. Das ist doch... Mann, ihr seht doch alles gleich aus dem Scheißnest. Hab ich schon mal meinen Unmut darüber geäußert, dass hier alles gleich aussieht und man nichts findet? Nicht? Dann muss ich das noch tun. Mann, ihr seht alles gleich aus und ich finde ja nichts an dem Scheißgebiet. So, hätten wir das auch mal geklärt. So, hier geht's zumindest schon mal bergauf. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und dann müssen wir irgendwie wieder nach Osten rüberkommen, wenn wir oben sind. Ich glaube aber, wir kommen nicht weit genug hoch, oder? Kannst du dann ein bisschen schneller gehen? Ja, danke schön. Das ist sehr erstrebenswert, dass du wenigstens rennst. Sind wir jetzt überhaupt höher gekommen? Kommen wir hier noch höher? Es sieht doch... Ja, das sieht gut aus. Sind wir noch auf der Karte? Ja, so gerade so noch. Ach, wir bewegen uns ja schon wieder nach Osten, sehe ich gerade. Das ist ja gut. Da bleiben wir wenigstens auf der Karte und können uns noch daran orientieren. Nee, oder? Das ist jetzt nicht der nächste Clan, bei dem wir landen. Nee, oder? Doch.
Alter, ich bin jetzt gerade echt zum Feuerkloster gelaufen. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Mann. Das treibt mich an die Verzweiflung. Ich teleportiere mich nochmal zum Hammerclan. Ich glaube, wir hätten an der einen Stelle nicht abstürzen dürfen. Ich glaube, daran liegt's. Ach Mann, mal wieder ordentlich hinsetzen hier. Oh, mir ist so warm. Ich schwitze. Kann mal jemand kühler machen? Ich muss ja sagen, ich liebe Wärme ja eigentlich, aber nicht diese hässliche, schwüle Wärme, die in Deutschland immer aufkommt. Das ist so widerlich. Das ist so saunamäßig. Nee, danke. Brauche ich nicht. Mussten wir hier einfach runter? Ich glaube, oder? Ja, genau. Und dann sind wir an der einen Ecke. Geronimo. Da sind wir ja, genau, hier haben wir den Trollplatt gemacht. Und dann sind wir hier abgestürzt, was ich nicht wollte. Ich wollte eigentlich da oben irgendwie hin. Jetzt erinnere ich mich wieder. Gut, dann schauen wir mal, ob es diesmal vielleicht gelingen mag. Wir könnten die Wollnashörner. Die Orks. Wo sind diese verdammten Orks? Die gehen mir auf den Keks mit ihrem Rumgequatsche, mit ihrer komischen Stimme, mit ihrer Stimme. So, mal ein bisschen eingesammelt. Seid ihr hier unten? Orks? 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 Wo seid ihr? Die sind irgendwo rechts von mir, aber ich weiß nicht, wo genau. Können wir hier runter und kommen wieder hoch dann? Ja, sieht so aus, oder? Ja, natürlich. Gut, dann können wir mal nachschauen, was das hier für eine Ecke ist. Ich hoffe, das ist jetzt eine andere Ecke als die vorhin, wo ich gelandet bin. Nee, ist es nicht. Das ist genau die Ecke. Ich möchte das nicht. Ach nee. Das bringt mich nicht weiter. Ich mag das nicht. Nee. Komm schon, beweg dich. Sagt er. Vielleicht kommen wir hier drüben irgendwie, wenn wir jetzt hier rechts gehen, vielleicht kommen wir da mal hoch. Könnt ihr verstehen, wenn ich die Gegend nicht leiden kann? Ich meine, weil hier und so, ne? Hier sieht ja alles... Nee, hier geht's auch nicht hoch. Man kommt ja hier nirgendwo hin, man hat's kartenmäßig direkt in Reichweite und man kommt einfach nicht hin, weil so ein blöder Berg im Weg ist. Das nervt doch nur. Ich weiß nicht, wie jemand die Gegend schön finden kann. Hier sieht alles gleich aus, man kommt nirgendwo hin, es ist einfach nur blöd. Und das ist auch nicht richtig. Ach Mann. Das macht doch keinen Spaß. Kommen wir hier vorne hoch? Oh ja, oh ja, oh ja. Wartet, wartet. Vielleicht bringt mich das ja weiter. War das nicht vorhin schon mein Ansinnen? Hier nicht? Hier. Wollte ich das nicht vorhin schon erreichen? Halt, halt, halt. Ich möchte den Schattenläufer eigentlich. Dann nimm halt erstmal den Goblin aus. Ach, den habe ich schon. War nicht gerade irgendwas mit dem übelst langen Namen hier? Hm. Vielleicht habe ich mir das auch bloß eingebildet. Hi, Hirschi. So, wie ich sehe, hier oben war ich schon mal. Ach nee, der lebt noch. Der lebt ja noch. Sorry, kleiner Tiger. Wollte ich gar nicht. Ich hätte dich leben lassen, aber ich dachte, du wärst schon tot. Ich dachte, ich könnte dein Fell mopsen und du merkst es nicht. Hättest du auch weiter schlafen können, während ich dir das Fell über die Ohren ziehe. Ich meine, so kalt ist es doch nicht zurzeit. Ist doch schon fast wieder Sommer. Nicht wahr, mein kleines Schattenläuferchen? Ach nee, ist ein Ripper. Noch ein Stück hässlicher, noch ein Stück einfacher zu besiegen. Halt! Aber immer in der Rotte, ich hab's vergessen. Verdammt. Ech. Wildschwein 2.0. So kann man den Ripper vielleicht beschreiben. Irgendwas Schweineartiges haben sie ja, finde ich. Wobei die Nase eigentlich gar nicht so schweinig aussieht.